So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Stop the Simulation und wie beim letzten Mal haben wir auch diesmal die Aufnahme wieder beendet. Während eines Bosses. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Aber ich bin ganz guter Dinge. Und tot, weil ich gerade wieder vergessen habe, dass dieses Ding ja Rückstoß hat. Kann ich den überhaupt schon? Achso, das war das. Ah, das war das Intro, was wir sonst nicht gesehen hatten, weil ja. Am Anfang kam nochmal das. Okay, jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich fit. Oh, er macht Quatsch. Wir starten mit dem Quatsch. Ah ja, ich muss dann wieder da hoch, ne? Das wird jetzt ein bisschen dauern, wieder reinzukommen, aber ich bin da recht guter Dinge, dass wir den in, sagen wir mal, 10 Minuten down haben. Würde ich so glauben. Hängt sehr viel davon ab, wie ungeduldig ich bin. Ne? Das ist so der Hauptpunkt, wann das Ganze hier schief geht. Immer dann, wenn ich zu viel will, dann geht das Ganze schief. Ganz simpel. Die einzelnen Phasen sind überlebbar. Entsprechend muss ich einfach nur dazwischen nicht sterben. Es gab noch keine Phase, die ich noch nie überlebt habe. Noch nie überlebt habe, so rum. Deswegen, ne? Ist alles machbar. Wenn es nicht irgendwie zwischendurch schlimmer wird. Jetzt muss ich hoch. Nice. Wenn es nicht zwischendurch irgendwie schlimmer wird, dann ist der relativ schnell down. Ich muss mich einfach nur konzentrieren. Darf mich zwischendurch nicht abschießen lassen. So, da jetzt so weit hatten wir ihn noch nie. Ich sage ja, das läuft. Ja, und er scheint auch nach der Mitte nicht schlimmer zu werden. Damit ist die Geschichte durch. Dauert jetzt ein bisschen, bis wir ihn haben. Aber dann ist er weg. Das dürfte nicht das Problem werden. Also ich glaube, wir werden in diesem Part auf jeden Fall einiges vom nächsten Abschnitt sehen. Ich habe keine Ahnung, was dann kommt. Ob ich mir dann den Frosch hier zurückwünsche. Aber das war gerade, war wirklich der beste Lauf überhaupt bisher. Den hatten wir nicht mal beim letzten... Nicht mal beim letzten Mal in der Aufnahme hatten wir so einen guten Lauf. Oh, ja, hi. Da hat er sich gedreht, der Kollege. Ich überlege gerade, ob ich die Lichtverhältnisse ein bisschen anpassen muss hier. Nicht bei euch am Bildschirm, sondern bei mir am Laptop. So ein bisschen... sehe ich bestimmte dunkle Flecke nicht so gut. Aber aktuell ist das noch nicht so schlimm. An sich denke ich, sollte das gehen. Wenn es nicht noch dunkler wird, das Bild, funktioniert es. Ansonsten werde ich hier mein Licht etwas anpassen müssen am Schreibtisch. So. Ah, ja, da war ich wieder blöd. Ah, das lief gerade, lief das echt gut, ne? Jetzt läuft es gerade nicht mehr so gut. War ich ein bisschen, war ich wieder ein bisschen zu viel gewollt? Na, ich sehe teilweise, was ich eben gerade meinte wegen der Lichtverhältnisse, sehe ich teilweise meine Figur nicht gerade, wenn ich da unten stehe. Da wird die ein bisschen arg dunkel für mich. Am Bildschirm. Weiß nicht, ob ich das... Vielleicht den Laptop einfach ein bisschen kippen? Hm. Ja, es geht. Es ist noch im Rahmen. Denke ich, für den Moment muss ich jetzt nicht hier ganz viel Lichtkram umstellen. Was ist der da oben? Ich könnte ihn ja schon versuchen zu... Wow, hi. Okay, jetzt kann man mal wieder ein bisschen... Jetzt geht er runter, natürlich. Und jetzt muss ich wieder hoch. Wir überleben zwar gerade ganz schön lange, aber wir machen ihm auch keinen Schaden in der Zwischenzeit. Das ist das Problem. Oh boy. Okay, jetzt geht's los. Da sollte ich jetzt, glaube ich... Nein, ich doof! Ich doof! Ah! Nicht direkt an der Stachel stehen und schießen. Dann werde ich doch durch den Rückstoß da reingepresst. Das wollen wir doch gar nicht. Oh, jetzt macht er wieder Quatsch. Mach keinen Quatsch. Sei kein Frosch. Okay, das ist eine angenehme Phase, was ihn abschießend angeht. Aber auch eine... Oh, er macht wieder Quatsch. Er macht zu schnell Quatsch. Ah, und ich war nicht schnell genug oben. Schade. Oh.
Da will ich immer dann ein bisschen zu viel Netz. Gehe ich lieber. Oh mein Gott, hi. Kommt der runter? Okay, er kommt runter. Wir drehen uns ein bisschen. Das ist gerade sehr gut. Jetzt geht er wieder hoch. Jetzt will ich gleich wieder zu viel. Ich merke das schon. Nein, der kann ich nicht ausweichen. Nein, ich hätte runtergemusst. Ach, guckt euch mal an, wie viel ich den Schwede abgezogen habe. Aber ich will dann immer zu viel am Schluss. Statt dass ich jetzt einfach noch eine Runde gewartet hätte, war ich wieder zu sehr drauf fixiert, einfach drauf zu ballern. Oh boy. Ja, da kam ich nicht mehr weg. Okay, wir starten hiermit. Bruder, da war ganz schön viel los. Okay. Wieder der gleiche. Nee, zu viel. Komme ich nicht. Da komme ich nicht. Das war mir zu viel. Da habe ich mir jetzt von Anfang an gedacht, das wird nichts. Dann lasse ich es lieber. So. Ich habe nicht gesehen, dass er sich dreht. War zu sehr darauf fixiert, da unten zu landen. Schon wieder. Genau der gleiche Quatsch. So, einen Treffer geben wir ihm noch mit. Jetzt dreht er sich eine Runde. Es geht alles klar. Nicht, ich hab mich verkehrt rumgedreht und dann geschossen. Was für eine Pechkombination. Mal schauen, ob ich meine 10 Minuten einhalte. Ich habe ja, glaube ich, irgendwas gesagt, von den 10 Minuten haben wir den. Aber jetzt sind es nur noch 4 Minuten, die ich dafür habe, um das zu schaffen. Ja, vielleicht wird es auch eine Viertelstunde dauern insgesamt. Wir werden sehen. Aber ich hatte ihn jetzt schon mehrmals fast gehabt. Und da hat nicht mehr viel gefehlt. Ich will halt nur, wie gesagt, immer zu viel. Das ist das Problem. Ja, guckt euch das an, ne? Ich konzentriere mich lieber aufs Ausweichen. Aber im Prinzip... Nein! Oh, gebt euch die Leiste! Ah, das war ein Schuss noch. Okay. Also ich hätte mit meinen 10 Minuten recht haben können. Ich habe mich dann nicht falsch eingeschätzt. Leider war ich halt gerade wieder zu inkompetent, um das noch durchzuziehen. Ah, schade. Die habe ich wieder nicht wahrgenommen. Da habe ich wieder geguckt, wie die Leiste runtergeht. Das fand ich schöner. So Phasen sind halt schön, wo man erstmal ordentlich draufballern kann, aber dann muss man irgendwann wissen, wann man aufhören muss. Na, wann Schluss ist, muss man halt wissen. Oh boy! Oh no. Auch das wieder eine gute Phase zum Draufballern. Man muss nur wissen, wann man aufhören muss. Oh. Auch das wieder die große, gute Phase zum Draufballern. Seht ihr das? Wie weit wir den schon haben? Jetzt wieder das hier. So. Er ist noch nicht mal runtergegangen. Warum verschreie ich es denn? Okay, an sich... Jetzt geht er wieder hoch. Nein, ich traue mich nicht. Ich bleib unten. Vielleicht kommt er runter. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Wait. What? What? Das hat aber jetzt bitte einen Checkpoint hier gegeben. Okay. Okay. Dann ist alles in Ordnung. Okay, er hat eine zweite Phase. Aber das ist egal. Das ist ja wie, wenn wir was geschafft hätten. Okay, wir kommen noch nicht in den nächsten Abschnitt. Das ist okay. Das habe ich nicht. Damit habe ich nicht. Mein Gott. Und das scheint mir aber... Ne, das geht da oben automatisch runter. Das ist jetzt ein Avoidance. Ich muss einfach nur überleben. Okay.
Also schießen wird nichts nützen. Aktuell. Vielleicht gibt es noch was zum Schießen, aber aktuell muss ich einfach nur ausweichen. Okay, hier ist eine Lücke, durch die ich immer springen kann. Die da hier. Und dann? So, okay. Und dann so, okay. Und dann kommen Dinge. Und dann... das ist aber hoch. Wie soll ich denn da... kann ich die abschießen vielleicht? Also vielleicht kann ich die anderen abschießen. Aber gut, das Gute ist jetzt hieran, es ist immer das Gleiche. Ja, also man hat es irgendwann gelernt, wie es geht. Wir haben am Anfang diesen kleinen Sprung auf jeden Fall. Der ist safe. Und dann habe ich es noch nicht mehr gemerkt. Aber der erste Sprung ist klar. Dann hier. Ah ja, und dann in die... Nee, in der Mitte war ich nicht safe. Das habe ich noch nicht gesehen, wie es da weitergeht. Ich habe es schon geschafft gehabt vorhin, aber ich habe es noch nicht verinnerlicht. Doch, in der Mitte. Ich glaube, genau in der Mitte bin ich wieder safe. Ich glaube, genau die Mitte funktioniert. Mal gucken. Ja? Ich glaube, genau die Mitte muss es sein. Oder ich springe dann nochmal. Das mache ich. Ich springe hier rein und dann springe ich nochmal hoch. Nice. Okay, easy. So, jetzt kommt der Teil. Und das ist auch immer das Gleiche. Aber über die komme ich nicht. Komme ich über die drüber? Über die Viererei. Aber wie gesagt, ist egal, weil hier das geht jetzt klar. Jetzt wissen wir, wie das geht, der Anfang. Das heißt, wir können das Ding komplett lernen. Und das ist groß. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das wird also immer wieder so ein bisschen eine Phase sein, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich noch nicht, wie das geht. Aber da komme ich doch nicht. What? Ach, ich habe ja, ich kann ja, oh nein. Shotgun-Sprünge. Oh nein, natürlich. Ich habe die Shotgun vergessen. Oh no. Aber das, jetzt, wo dieser andere Teil reinkam, da habe ich es mir dann gedacht. Ja, Shotgun-Sprünge. Oh nein. Oh nein, und das in Kombination mit... Okay, na gut. Müssen wir auch lernen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ist mir lieber als ein Bosskampf, der nicht vorhersehbar ist. Aber gut, da hat man plötzlich eine komplett neue Phase, der Boss hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist alles schon wieder der Teil, der Isaac-Teil zu kurz war, aber... Mein Gott, so ist es halt. So, na, das meine ich. Oh boy. Oh boy, boy. Ach du grüne Neune. Also eine ganz schön lange Avoidance, wenn ich mir so die Leiste oben angucke auch. Nee, das reicht nicht. Da muss ich anders rum. Nee, das reicht nicht. Wie mache ich das? Ich muss wahrscheinlich einfach ein bisschen genauer springen. Wahrscheinlich muss ich einfach ein bisschen genauer springen. Das, ob er Beschwerden mit dem Magen hat. Ach, komm gleich mit der Magentablette. In meiner Shotgun ist die Magentablette drin. Willst du die haben? Ja? Kollege da hinten. Eine leckere Magentablette. So. Nice. Neue Phase. Bruder! Okay, da muss ich... Es reicht ja, den linken zu überspringen, weil der andere ist ja eh eins über mir. Okay. Es reicht ja, einmal da zu springen. Ich darf nur nicht in der Mitte sein. Ich muss links mich halten. Dann funktioniert der Teil. Gut, aber wir sind weitergekommen.
der Sprung war am schlimmsten bisher. Ja, das meine ich. Ich muss nur den linken Teil überspringen. Der andere fährt über automatisch über mich drüber. Gut. Bisher brauchen wir so ein paar Anläufe, bis wir die neuen Phasen immer verstehen. Aber wir verstehen sie dann. Bisher keine Verständnisprobleme. Was schon mal gut ist. Es ist zwar schwierig. Die Sprünge sind knapp. Aber es sind keine Verständnisprobleme. Also alles... Alles easy. Alles easy und ruhig. Na, das war schlecht. Weiß nicht, wieso das jetzt passiert ist. Hatte ich noch nicht bisher. Bisher hat es immer funktioniert. Ach Mist, ich sehe die... Ich komme bei den kleinen Kugeln... Die sind ein bisschen random. Die sind nicht immer gleich. Kann ja auch nicht immer alles exakt identisch sein. Aber es wäre schon schön gewesen. So, jetzt sind wir weiter. Was kommt jetzt? Okay. Ah ja. Mehr Stuff kommt dann. Boah, aber das ist eine lange Avoidance. Das ist ein Problem. Wenn der Balken da oben nicht irgendwie plötzlich runtergeht oder es noch einen halben Checkpoint. Noch einen Checkpoint in der Mitte gibt. Sodass man praktisch sagt, ab der Hälfte geht es dann nochmal, gibt es nochmal einen Checkpoint und dann hat man den Teil geschafft. Dann wird das noch ein bisschen dauern hier. Das, ja. Das ist ja ein guter Moment, um den Part auch anzunehmen. Also überhaupt um die Aufnahme zu starten. Oh je. Ob ich heute mehr sehe als der Frosch, ich weiß ja nicht. Ich glaube, diese Avoidance hier wird ein bisschen dauern. Ach Mist. Ach Mist. Okay. Jetzt bin ich unkonzentriert. Jetzt bin ich unkonzentriert. Weil ich in Gedanken schon wieder bei dem Teil bin, den ich gerade eben nicht geschafft habe. Der sah nicht angenehm aus. Der war wieder random. Weil das wieder die kleinen Dinger sind, die aufplatzen. Die gehen irgendwie überall hin. Nur nicht da, wo ich weiß, dass sie hin will. Na, ich wollte gerade sagen, aber das funktioniert jetzt. Pustekuchen. Das ist zu... Nein! Nein! Ja, keine Chance mehr. Nein, ich habe Quatsch gemacht. Ich habe den Doppelsprung eingesetzt. Und den darf ich an der Stelle nicht so nutzen. Käse da. So far so good. Okay. Nein, warum habe ich denn den jetzt nicht geschafft? Sonst hat er doch immer funktioniert. Okay. Okay. Hä, was mache ich denn an der Stelle? Jetzt bin ich bei der Stelle verwirrt. Was habe ich denn jetzt anders gemacht als sonst? Nein. Oh, jetzt kam da von oben noch eine. Die ich nicht gesehen habe. Okay. So, geht doch. Den muss ich ein bisschen eher setzen und dann rüber. Den haben wir jetzt noch nicht oft geschafft, aber wir haben ihn schon ein paar Mal... Wir haben ihn schon ein paar Mal geschafft. Oh, das ist... Ach, mir macht der Balken da oben Sorge. Der geht schon ziemlich langsam runter. Ach Mensch! Jetzt wäre ich langsam hier, ne? Fuchsig. Weil ich wieder unkonzentriert werde. Aber ich kann jetzt nichts anderes machen als das hier. Ich muss das jetzt schaffen. Es gibt nichts anderes, was ich stattdessen tun könnte.
So. Der Teil hier. Ah, da ist ganz kurz. Okay. Und jetzt kommen Dinge. Und mehr Dinge. Holy shit, kommen da viele Dinge. Okay. Oh nein, und jetzt hat man ihn über die Hälfte. Aber da kommt so viel. Oh Gott, ist das eine lange Avoidance, ne? Und so viel zum Thema nach der Hälfte. Kommt neuer Checkpoint. Nichts wahr. Hoffnung zerstört. Also gut, wir müssen es komplett schaffen. Das Ding kam dann nochmal. Das war... Oh, dann kommt das Ding bestimmt auch nochmal. Das war unangenehm. Ach, Mist. Das war unangenehm. Aber so gut wie gerade waren wir noch nie. Und das Schlechte ist, ich habe teilweise ziemliche Glücksmomente gehabt, wo ich einfach ausgewichen bin. Die werde ich jetzt nicht immer haben. Das wird noch eine Weile uns beschäftigen, das Ding hier. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Puh. Ach Mist. Nein, hör doch auf. Hör doch auf. Nein, hör doch auf. Jetzt war ich, weiß ich nicht, lost. So. Ah, ich dachte, das wird nichts, aber es hat noch funktioniert. Okay, so. Ungefähr hier stehen. Nein, jetzt hätte ich... Ah, ich hab's gesehen, aber zu spät reagiert. Das ist so, man sieht immer, dass es nichts mehr wird. Das ist immer ärgerlich, aber so ist es halt. So. Der passt. Oh mein Gott. Das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert noch. So, vorsichtig. Okay. Die waren irgendwie... Ja, so nicht. Kurz aus der Mitte raus, war das so? Ich hab's, weiß es nicht mehr. Mist. Schon wieder zu lange her. So. Aber das klappt ja mittlerweile ganz gut, da hinzukommen. Okay. Also auch da arbeiten wir uns nach vorne. Jetzt zum Beispiel wieder hier. Also ich spring kurz in der Mitte raus oder so? Ja, okay, das haut hin. Und dann kommt der ganze riesige Teil hier. Oh mein Gott. Okay, so. Das ist jetzt neu. Ab hier ist neu. Ich weiß nicht, was passieren wird. Nicht viel. Oh mein Gott. Noch einer, so einer. Okay, noch so einer. Wie viel denn noch von dem Mist? Okay. Oh Gott, Leute. Ich sehe da unten nichts mehr. So gut wie nichts. Holy shit, haben wir's? Oh, der Rest war einfacher als gedacht. Es hat zwar eine Weile gedauert. Was, wo geht's jetzt hin? Nach Contra. Ach du Schande, ist das nicht so ein Ballerspiel gewesen? Habe ich nicht... Doch, Contra 3 habe ich doch mal, oh Gott. Ja, ja, Contra 3 habe ich mal, so ein kurzes Let's Fail gemacht. Ja. Okay, ich hoffe, der Teil ist dann dafür nicht so lang. Da bin ich jetzt wie die Leute, die Isaac nicht kennen. Weil Contra ist auch so schon ein schwieriges Spiel. Oh mein Gott. Tötet mich der Rand da oben? Kann ich runter? Ich kann runter. Ich nehme an, ich muss den abschießen. So. Ich schieße den erstmal. Ich wollte ihn abschießen, aber ich konnte nicht mehr. Ja, das ist mir klar, dass ich Game Over bin. Danke für die Information. Ich nehme an, mit einem Gegentreffer bin ich auch tot. Dann komm her. Da ist noch einer. Da ist... Oh mein Gott, das sind richtig viele. Oh mein Gott, ja. Ist das Energie gewesen oder... Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kriege hier keine Energie. Ich glaube, ich werde hier einfach gnadenlos von allem getötet, was mir in den Weg kommt. So. Jetzt
jetzt kommt das komische Ding. Oh, da ist aber was zum Einsammeln. Ach so. Ich finde gut, dass er im Wasser auch erst noch seinen Umhang verliert. Das ist ganz wichtig. Ohne verlierenden Umhang. Kein Game Over. Ich brauche das. Wieso habe ich jetzt was? Jetzt habe ich was ganz anderes bekommen. Scheiße. Kommt die wieder? Ich gehe mal ganz weit zurück. Da kann ich wieder spawnen. Mist. Schafft man das? Ach so! Oh. Gut, so haben wir das mal gezeigt. Ist doch auch schön. Ich kann also ins Wasser, theoretisch. Das muss ich testen jetzt. Kann ich theoretisch oder kommt er dann immer? Guten Morgen. Kommt der immer oder kann... Ich will doch nur kurz Wasser testen. Lass mich Wasser testen. Okay, ich kann. Ja, der Rand tötet mich natürlich wieder, das ist ganz klar. Aber ich kann also kurz im Wasser rumlaufen. Das ist ja gut zu wissen. Und wenn ich rumspringe, sterbe ich gar nicht. Das heißt, ich könnte hier wieder vorlaufen. Wenn ich irgendwie runterfallen... Ich sehe die Schüsse halt nicht. Gott. Achso, aber das heißt ja... Wir machen das anders. Ich kann mich ja hier hinstellen. Dann kann ich einfach hier durch. Und ihn... Hallo, geh halt runter. Dann machen wir das doch so. Easy. Aber interessant, was ich da vorne... Nein! Okay, aber ich komme hier ran. Und jetzt haben wir endlich den ersten Raum geschafft, offensichtlich. Oben rum. Ich nehme an, das war jetzt wie ein Checkpoint. Es wäre dumm, wenn es jetzt wieder von vorne losgehen würde. Ja, okay. Oh nein, aber ich verliere meine Waffe. Okay, verstanden. Ah, es wäre also gut, nicht zu sterben, was wir nicht schaffen werden. Cool. Hi. Aber ganz ehrlich, ich bin eher versucht, einfach durchzulaufen, anstatt die umzulegen, weil... Ne, was nützt es mir denn? Oh, jetzt bin ich rund... Bin ich runtergesprungen, weil ich noch nach unten gedrückt habe beim Springen. Ja, den können wir vielleicht erledigen, aber der da unten, der stört ja eigentlich... Eigentlich stören die alle nicht. Das Ding, das stört eigentlich ja auch nicht wirklich. Was soll das schon? Was kann mir... Ich tue mir leicht, einfach durchzulaufen. Oh mein Gott, hi. Der stört jetzt vielleicht ein bisschen. Aber sehr viel kann der halt auch nicht. Der Sprung ist nicht so nett. Ja, und dann gehen wir einfach hier durch. Warum soll ich denn alles abschießen, wenn ich einfach durch kann? Ich brauche länger, die Stage zu schaffen. Wenn ich alles abschieße, anstatt einfach durchzulaufen. Das ist doch total dumm. Dann laufe ich doch einfach durch. Hi Mario. Oder war das... Es klang wie Mario. Ich habe nicht gesehen, was es war, aber es klang wie Mario. Achso, das war da drüben. Kann ich das schon abschießen von hier? Ah ne, das taucht das jetzt auf. So rum. So, wie mache ich das jetzt mit Mario? Ah ja. Danke, Mario. Wusste, ich kann dir nicht vertrauen. Bam, 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 bam. So, bam.
mein Gott, wie mache ich... Vielleicht gehe ich einfach zurück. Kann der mich dann da treffen? Oh, Button-Mashing. Bestes Gameplay. Oh, kannst mich mal so... Da oben läuft nur einer rum. Oh, das ist unangenehm. Ja, das Ding muss weg. Das macht mir sonst Ärger. Okay. So. Nice. Jetzt haben wir den wieder. Für bis ich tot bin. Ich weiß halt nicht, da drüben kommt bestimmt irgendwas. Nein. Nur noch das Ende. Na gut, so ein Ding. Und nein! Geht weg. Okay, da ist noch so ein Ding. Nice. Nice. Wir haben es behalten. An den komme ich nicht ran. Ist auch egal, der stört mich nicht. Der stört mich eher. Weg mit euch. Das ist die beste Waffe. Großer Fan von dieser Waffe. Komm, mach dich weg. Nice. Mach dich weg. Oh, komm ich da hoch? Oh Gott. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Ich muss jetzt den Sprung hier schaffen. Du nicht. Geh kaputt. So. Langsam habe ich mich in Contra eingespielt. Weiß nicht, was da kommt. Okay, ich habe gedacht, vielleicht ist es gut, vorher zu schießen, aber da kommt halt nichts. Ja, es war klar. Irgendwo kam noch so ein Viech her. Okay. Huh! Schöner Abschnitt. Lief gut. So. What? Oh, darauf muss ich mich erstmal beruhigen. Das war gemein. Nee, da brauche ich jetzt eine kleine Pause. Danke fürs Zuschauen und tschüss.